Auf. Nimm's auf. Oh, ich kann reden. Ha. Ja. Hallo Leute, heute sind wir hier bei Let's Reden und zwar will ich wieder so ein bisschen das Let's Playen erlernen. Und deswegen mache ich das jetzt hier so. Ja. Und ja, ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich das jetzt mache, aber ich finde, das hier funktioniert schon mal relativ gut. Und ja, ich werde jetzt erst einmal ein Buch vorlesen, was total schwachsinnig ist. Und ja, wir werden mal schauen, was so daraus wird. Ne? Okay. Dann beginne ich mal. Von Helmut Gebelein, Alchemie. Jawohl. Ah, das sieht doch interessant aus. Jetzt habe ich vergessen, das hier mit zu bewegen. Naja. Die Veränderung der Dinge ist bei Aristoteles bedingt durch Bewegung. Als prinzipieller Gegensatz wird das Oben und Unten genommen und hiernach das Gesetz ausgesprochen, dass es etwas geben müsse, was schlechthin und stets nach oben sich bewegt. Aha. Und etwas, was schlechthin und stets nach unten, indem sich so die Begriffe eines absoluten leichten, Element Feuer, und eines absolut schweren, Element Erde, ergeben, stellt sich die Notwendigkeit ein, dass auch ein relativ leichtes Element Luft und ein relativ schweres Element Wasser geben müsse. Die Symbole der Elemente geben diese Bewegungsrichtungen wieder. Die Spitze der Elemente Luft, Dreieck mit Strich durch, und Feuer, Dreieck, ist nach oben gerichtet. Aha. Die der Elemente Wasser, Dreieck nach unten, und Erde, Dreieck nach unten mit Strich, nach unten. So konnte der Alchemist nur mit zwei Elementen arbeiten, dem Feuer, Prinzip Sulfur, und dem Wasser, Prinzip Merkur. Auf diese Weise lassen sich klassische zwei Prinzipien der Alchemie in die Theorien des Aristoteles einfügen. Die Elementzeichen ergeben, paarweise übereinander geschoben, das Siegel Salomons, der Davidstern, das Hexagramm. Dreieck nach unten plus Dreieck nach oben ist Davidstern. Und Dreieck nach oben mit Strich plus Dreieck nach unten mit Strich auch. Toll. Hier wird daher zu einem wichtigen Symbol der Alchemie vereinigt, ist doch alle vier Elemente in sich. Also es wird dazu. Der Äther oder das fünfte Element, die Quinta Essentia, Aristoteles nennt es allerdings das erste Element, Proton Soma, entspricht in etwa dem Äther der Physik des 19. Jahrhunderts. Die Planeten und Sterne beschreiben kreisförmige Bahnen. Da mit jedem Element eine Bewegung verbunden ist, braucht Aristoteles für die Kreisbewegung ein eigenes Element, ein fünftes neben dem vier irdischen. Warum in den verschiedenen Geschichten der Alchemie der Ursprung des fünften Elements, der Quinta Essentia, als ein Problem dargestellt wird, ist daher unverständlich. Schon in dem 1350 entstandenen Liber sonst was, Liber de Consolatione Quinta Essentia Omnium. Yeah. Führt die Quinta Essentia mit dem fünften Element des Aristoteles gleichgesetzt, aus dem das Firmament besteht. Das Verhältnis Himmels und Erde entspricht dem der Quinta Essentia zu den vier Elementen, aus denen die Erde besteht. Möglicherweise ist die Idee der Quinta Essentia aber durch platonische Vorstellungen erweitert. So, Freunde, heute haben wir wieder viel gelernt. Und das war's von mir heute. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao, euer Lornor 2 Zorro.